Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play First Feudal. Ich habe mir hier mal so ein bisschen erlaubt voranzuschreiten bei dem Ganzen. Die Wahl habe ich noch nicht ganz hinbekommen, aber ich habe dafür gesorgt, dass wir, na, wo war's denn, N? Ein bisschen was in Waffenforschung bekommen. Das heißt, jetzt haben wir es geschafft. Der Bogen ist bis hier unten gemacht. Wir können Stahlwerkzeug herstellen, wenn wir es können, später mal. Und hier eiserne Kettenhemden schaffen wir auch. Bronze müssen wir noch die Bronzeplatte hier machen, beziehungsweise die könnte man eigentlich auch abschaffen. Eigentlich ja. Wobei, nee, ich möchte es haben. Ich möchte einfach den Punkt haben, dass wir es einmal zumindest erforscht haben. Dann haben wir hier unten noch ein bisschen was. Supply-technisch haben wir jetzt auch den Lunch soweit fertig. Upgrades haben wir gerade nichts da und sonst haben wir den Rest eigentlich soweit in Ordnung, bis auf das da hier. Aber das hat er irgendwie übersprungen, keine Ahnung warum. Mal gucken, hat er. Ihr habt da ein paar Sprösslinge gemacht. Und jede Menge Eisenparts. Die tun wir natürlich gleich mal wegklauen. Food Merchant has arrived. Da, zu dem können wir gleich noch hingehen. Denn es hat noch eins gesagt. Und zwar... Oh, haben wir einen besseren Hammer gerade. Wunderbar. Das wird jetzt von Anfang mal wahrscheinlich die letzte Folge für First Feudal werden. Denn wir haben so ziemlich fast alles hingebaut, was man hinbauen kann. Wir können jetzt natürlich noch die... Top Notch. Haben wir nichts mehr? Also wir sind gerade unter... Haben gerade keine Energie mehr, stelle ich fest. Was natürlich noch fehlt, sind zum Beispiel hier Excellent Carpenter Bench. Oder irgendwas anderes war es noch. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was es war. Dekoration, das war es nicht da. Also irgendwas hat noch gefehlt gehabt auf jeden Fall. Bin mir gerade aber nicht ganz sicher, was es war. Da haben wir auch soweit, Weil sonst haben wir eigentlich hier gerade nur so Sachen wie zum Beispiel immer die Fallen schön aktuell halten, falls mal doch jemand angreifen sollte. Und gerade überall einfach so ein bisschen aufforschen in der Richtung. Wir haben auch mittlerweile, glaube ich, ich habe schon lange gespielt, 15 Leute, nee, hatten wir davor auch, egal. Hauptsache, ich habe es mal gesagt. Ups. So, da können wir noch ein bisschen was machen. Haben wir noch ein bisschen was übrig? Eins. Zack, wunderbar, einmal draufgeschlagen, passt. Sie ist passend und hat Luft. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir hier die Felder alle hinbekommen. Da unten die Blumen sind auch am fertig werden. Haben wir denn da unten gerade welche? Ich habe zwei. Ja, das ist nicht viel. Weil nein, durch das Blümchen hier steigert schon mal der Gesamtwert hier in der Umgebung. Und das gleiche möchte ich nach unten hier natürlich auch machen. Was uns fehlt, natürlich so ein bisschen bessere Schlafgemächer, okay. Und was ich noch versuche gerade, ist eigentlich hier... ein Dach drüber zu machen. Um mal zu gucken, ob es da was hilft. Oh, schauen wir mal kurz. Da haben wir gerade nichts, aber an denen können wir was verkaufen, würde ich mal sagen. Need to sleep. Okay, dann machen wir es mal kurz. Dann machen wir es nebenbei. Bevor ich jetzt weiterrede. Ja, weil das ist auch noch so ein bisschen was. Möchte ich anders schnell hinstrukturieren. Wenn ich nämlich im Update der Drohnen komme, möchte ich nämlich hier hinten hinbauen. Deswegen ist jetzt komplett Ausbau noch so ein bisschen, ein bisschen wankelmütig, sagen wir es mal so. Mal gucken, Kettenhemden haben wir noch jede Menge. Bronze haben wir hier noch hier und hier. Ich glaube, wenn wir was haben, dann verkauft das automatisch ja mittlerweile. Steinsachen Upgrade available, dankeschön. Das Upgrade nehme ich liebend gerne an. So. Ja, machen wir es nämlich so, dass wir den hier einkasteln. Das wäre natürlich möglich. Dann müssen wir die zwei Sachen hier noch wegreißen und dann zumachen. Wenn der nämlich noch ein Dach hier oben drauf hat. Das wäre echt richtig geil. Oder wir können hier zumachen. Das wird natürlich noch die nächste Variante. Dass wir den ganzen Raum hier hinten einfach so lassen. Ja, da bin ich noch so ein bisschen uneins mit mir selber, wie ich das am besten hinbekommen kann. Aber okay. Das werden wir vielleicht jetzt dann gleich sehen. Habe ich ein bisschen Fleisch über hier? Habe ich. Dankeschön. Das haben wir doch gebraucht. Schauen wir doch mal. Ja, weil das Ding muss ja eigentlich auch komplett zu sein. Das geht so nicht, dass hier eigentlich ein Loch im Dach ist, sagen wir es mal so. Habe ich denn noch? Ich glaube, ich habe keine Steine mehr gehabt. Ein paar normale Bricks haben wir gefehlt. Yep. Hier, guck, da muss noch ein paar Stück reinmachen. Machen wir noch ein bisschen normaler Leben, würde ich mal behaupten. Den haben wir auch hier. So, wunderbar. Schauen wir doch mal. Ob man da ein Dächle oder sonst was hinbekommen. Ja, weil das hier ist untermauert. Das ist in Ordnung, aber der Rest nicht. Der Rest soweit nicht.
Wie schaut denn das jetzt aus, wenn ich das sage? Warte mal, so hin? So hin? Okay. Moment. Das bauen wir kurz hin. Ja, vielleicht haben wir jetzt was entdeckt. Okay, du bist wieder zu. Du bist wieder zu. Was haben wir noch hier? Wooden Door. Machen wir mal Wooden Door hin. Hauptsache, wir haben hier was. Okay, das geht gerade nicht. Aber ich mal behaupten, das liegt an den Sachen hier. Dann bitte einmal dich hier weg und einmal dich hier weg. Kann man nachher immer noch hinbauen. So, schauen wir doch mal. Das geht nicht in Ordnung. Das geht auch nicht in Ordnung. Das heißt, der Weg ist wahrscheinlich im Weg hier gerade. So, ne? Noch einmal. Yep. Ah, guck mal, jetzt wird's was. Jetzt wird's doch was. Und dann können wir auch mal gucken. Der ist 4 groß. Ne, so viel groß können wir es gar nicht machen. Okay, wir brauchen ein paar Bretterchen. Wir brauchen ein paar kleine Bretterchen. Die haben wir bestimmt unten gerade parat. Ja, das ist nämlich alles überdacht. So, hier ein paar. Die reichen schon mehr als aus. Dann können wir nämlich das hier auch mal überdachen und das hier auch noch abbauen und hier ein 4 hinsetzen. Das wäre nämlich gar nicht mal so das Schlechteste. Ich würde sagen, hier bitte schon einmal voll machen, danke. So, hier wird zugebaut. Okay, das ist natürlich etwas ungünstiger Natur. Mach doch mal das hier weg, so. Dankeschön. Aber jetzt bist du überdacht. So wie es ausschaut zumindest. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so einfach geht. Wie wäre es denn mit... Das hier verschwindet. Und wir machen da hinten auch ein bisschen Parkettboden hin. Weil dann müsste es ihm doch eigentlich noch wesentlich besser gehen. So, hier Parkettboden. Dankeschön. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal überall noch unser Zeug holen. Aber es würde so funktionieren. Es würde so funktionieren. Schaut's denn mit sowas hier aus? So rum. Ach komm, schnell. Ist er kaputt gegangen. Na gut, was soll's. Ein Glück, dass wir noch ein paar mehr dabei haben. So. Dann ist der ganze Bereich voll. Ja, echt, dann müsste man eigentlich nur die Wand hier ersetzen. Ich würde mal sagen, das können wir auf jeden Fall machen. So. Und bitteschön. Einmal hier rüber bauen, beziehungsweise das könnte man eigentlich als Gesamtes lassen, oder? Eigentlich ja. Eigentlich ja. So und so rüber. Schau mal, kann ich denn... Das wäre gerade sagen, ich hab doch genug Zeug da. So, aber das ist nicht dicht, so wie es ausschaut. Schade. Okay, Moment. Einen Augenblick, das kriegen wir gleich hin. Das sagen wir nämlich, du fährst wieder weg. Dich nehmen wir auf. Und ich hätte gerne hier... Und... Hier was. Solle. Das müsste doch hoffentlich ausreichend sein. Was ist hier drin? Metallteile, die könnten wir auch gleich noch wegratzen. Genau. Achso, das können wir gar nicht machen. Na, Mist, okay. Okay, aber das ist überdacht. Heißt, unser Zweck funktioniert. Also, unser Plan funktioniert schon mal, das ist schon mal richtig gut. Das ist mehr als gut sogar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, egal, passt schon. Aber so viel, wie wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht noch. Können wir... Ja, ihm kann bestimmt gleich noch was in die Hand drücken. Deswegen ist das erstmal. So, bitteschön. Not enough stamina. Ach, Mensch, jetzt Kinder. Okay. So, damit ist alles wunderbar überdacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut funktionieren könnte. Okay, wie ist denn die Stimmung hier drin? Die ist noch nicht so gut, aber es macht nichts. Da können wir gleich noch ein bisschen aushelfen. Weil Stimmungsmacher sind wir ja auf jeden Fall. Da, 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 da.
Okay, da hängt es noch ein bisschen drin, aber was soll's, was soll's. Alles soweit, ja, in Ordnung. Ups. Hier wieder vierfach hauen. Aber ich sehe schon, ich hätte von dem anderen Holz, vom normalen, ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Ja, egal, passt schon. Hier noch haben wir ein bisschen was zum Ausgeben. So, hier. Sehr schön, der ganze Boden soll voll werden. Und hier können wir doch bestimmt... Genau, das brauchen wir nämlich nicht mehr. Das können wir in die Hand drücken. Ah ja. Eine kleine Steinbude und zwar exquisiter Natur. Das hat... Oh. Das ging jetzt aber richtig schnell kaputt. Habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Zwei Stück, dann brauche ich noch ein bisschen was. Mit Betonung auf ein bisschen was. Bup. So, das reicht schon mal vollkommen aus. Und noch ein paar Holzfäller, so wie es ausschaut. Haben wir Werkzeug momentan parat irgendwo? Was wie ein Hammer, eventuell. Um nämlich nicht danach auszuschauen. Na. Wir haben hier keinen Hammer. Warum haben wir hier keinen Hammer? Wir haben noch unsere Bronze-Sachen, wir haben unsere Stahlsachen. Sissel, der macht auch nicht das, was er soll für mich. Na, okay, Moment. Müssen wir kurz warten, bis er soweit fertig ist. Wobei, Schwachsinn. Schwachsinn, wir könnten ja hier... Ja, guck mal. Wir uns ein paar Stecken klauen. Und dann machen wir uns halt selbst an. Na, komm. Wie viel brauche ich denn überhaupt für eine Axt? Halt, das war's Verkehrte. Das war's Verkehrte. Von Hammer natürlich, Steinhammer. Zwei Steine, wie viel habe ich denn momentan? Vier. Okay, dann kann ich zwei machen. Dann kann ich doch schicker zweimal herstellen. Hammer craften, so. Das ist natürlich jetzt langsam, aber... New Upgrade available. Ich hätte gern... Puh. Ah, hier, komm. Sind wir da ein bisschen unterwegs. Ja, und Holz haben wir jetzt natürlich nicht der beste Hammer, was soll's, was soll's. Ich kann sagen, lass mich ja hier vorhin fertig machen. Sonst wäre ich nämlich wütend. Ja! Du willst keinen wütenden König haben, glaub's mir. Du willst es nicht. Great, gut. Dann machen wir mal great. Wenn wir schon mal die Chance haben für so eine gute Qualität, dann nutzen wir es ja auch vorhin aus. So, ihr schafft gerade langsam. Jetzt nicht mehr. So, haken wir das noch vorhin hin. Dann sind wir nämlich auch soweit glücklich, will ich mal behaupten. Yep. Okay. Dann benötigen wir eine kleine Feuerstelle. Yep, direkt hier. Haben wir das ganze Holz dafür gerade da? Nicht ganz, aber wir können schon mal ein bisschen was reinhämmern. Und wir brauchen noch ein bisschen was, sag's mal an... Defense? Nein. Hier, Monument. Damit die Leute auch glücklich sind, wenn sie hier drin schaffen. Und dann könnte man in der Theorie hinten auch noch ein paar Kisten hinstellen eigentlich. Weil ich weiß, eine oder andere fehlt uns hier. Das geht leider nicht. Außer natürlich, darf ich das abreißen? Geht das? Mal gucken, oder ist der... Das wird jetzt... Ah, okay, Moment, ich habe eine Idee, ich habe eine schöne Idee. Aber wir müssen jetzt eh nie hin, also können wir den dort hinten hinklatschen. So, wir können da hinten wiederum... So. Auch das letzte bisschen noch hinmachen, ja, haha. Oh, habe ich nichts mehr da? Tatsächlich nichts mehr da. Dann müssen wir hier noch ein bisschen was hinmachen. Also wir brauchen Sandstein, wir brauchen nochmal ein Eisen... Ja, weil das könnte man zumindest auch weg von Anfang. Habe ich hier irgendwas drin? Oh, da habe ich was drin. Eins, zwei. Passt. Aber von Rest brauchen wir noch Holz, okay. Ich bin hungrig. Oh, das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich überhaupt gar nicht gut. Ja, ich weiß. Ganz viel Schmerzen. Ganz viel Schmerzen. So, bitteschön. Einmal hochgehalten und fertig. Und gleichzeitig noch ein bisschen schlafen gehen, denn... Brauchen wir. Brauchen wir auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das wird es für Anfang mal die letzte sein. Wenn es Update kommt, werde ich wahrscheinlich wieder zurückkommen. Einfach nur, um einen kleinen Thronsaal zu bauen.
Aber sonst an sich. Noch ein paar Mal ist die 45 Minuten. Ja, ich meine, das können wir noch ein bisschen upgraden. Das können wir auch noch ein bisschen upgraden. Beziehungsweise muss ich mal gucken, ob ich nicht so eine Bude auch hier unten reinmachen kann. Dann wird nämlich das hier unten wegfallen. Das wäre bestimmt nicht das Schlechte. Oh, Hallöchen, aber auch. Gewisse HP-Generation. Gebäude halten mehr aus. Natürlich, Gebäude halten mehr aus. Was ist das für eine Frage? Natürlich erforsche ich das. Alles andere wäre ja Blasphemie und Ketzerei. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, aber ihr wisst, was ich meine. So, haben wir denn das Glück? Ah, guck mal hier, 20. Hier haben wir noch 20. Hast du gerade welche? Yep, her damit. Ich glaube, ich brauche ziemlich viel davon, oder? Das heißt, ja, ich brauche viel davon. Verboting 30, das heißt, ich habe jetzt gerade mal zwei Stück oder so, oder? Ja. So, mit viel Glück habe ich meinen Wunderhammer dabei und der kann mir gute Dienste leisten. So, wie schaut es bei dir aus? Die hält noch ein bisschen was aus, dann behalten wir sie noch. Ja, ich weiß. Ah, nein, ich habe das Holz vergessen. Mist, ich habe das Holz vergessen. Okay. Okay, Moment, Moment, Moment. Zack. Holz müssen wir natürlich immer holen. Geht natürlich gar nicht. Ohne Holz durch die Gegend zu rennen. Naja, okay, die sollen wir jetzt nicht beklauen. Noch nicht zumindest. Dann ist nämlich unser Feuerstelle soweit mal fertig. Und dann kann der da oben auch in Ruhe klopfen, ohne dass irgendwas ihn stört. So, halt da brauchen wir hin. Ah, wir können auch gleichzeitig gucken. Haben wir 25 Sandsteine übrig? Ich hoffe mal. Yep. Und du kannst das mitnehmen. Du kannst das mitnehmen. Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5. So. Sitzt der Bastion und hat Luft und den müssen wir auch noch upgraden. Ja, es gibt, ich meine, es gibt immer noch ein bisschen was zu tun hier. Da mache ich mir nichts vor. Aber es ist nicht so viel genug, dass man sagen kann, okay, da reißen wir jetzt noch zig Folgen. Ernsthaft? Ein Holz fehlt mir jetzt. Okay, wer hat Holz dabei? Dankeschön. Dies eine Holz wird schon mal ausreichend sein. Wunderbar. Dann hauen wir das noch vor uns und die Obere noch. Und haben hoffentlich damit geschafft, dass wir ein bisschen, ja sag mal, ein bisschen mehr Lebensfreude hier reinbekommen. Ja, irgendwo sind sie wieder am Rumlaufen, was ihnen nicht so ganz gar gefällt. Aber mit dem kleinen bisschen haben wir es schon geschafft, in den annähernd grünen Bereich zu kommen. Ich glaube, dann tun wir das hier unten auch upgraden. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Na komm, ihr zwei auch noch. Haken wir drauf, dann geht's uns gut. Na gut, dann wird's vielleicht... Ja, können wir dann doch vielleicht noch eine Folge machen. Bevor das große Update kommt mit einem Stuhl. Okay, da muss ich mir noch entscheiden, was ich hier reinmachen möchte. Okay, heißt, ihr seid alle ziemlich unglücklich. Dann tun wir doch den hier wegmachen. Ersetzen ihn natürlich durch etwas wesentlich Größeres. Hier. Ich will gerade hier nach oben vielleicht. Ne, da müssen sie durchlaufen. Ne, da muss er hin. Dann muss er hier hin. Können wir da noch ein bisschen was rausholen? Hier können wir. Und gleichzeitig sagt man noch, komm, was soll's. Machen wir da Baguetten. Überall Baguetteboden. Hier, wunderbar. Denn nur im guten Baguette kann man richtig schaffen. Und nachher noch die ganzen... Uiuiui. Okay, wir haben noch ein bisschen was übrig von einem, so wie es ausschaut. Und da haben wir auch noch ein bisschen was. Es müsste ausreichen dafür. Es müsste auf jeden Fall ausreichend sein. Oh je, ich könnte einen neuen Bauarbeiter gebrauchen, stelle ich gerade fest. Der mir so ein kleines bisschen aushilft. So, jetzt soll er eigentlich glücklicher sein. Hier haben wir noch was, da haben wir noch was. Und ich würde mal behaupten, wir haben so gut wie keine Bretter. Deswegen dürfen wir die jetzt in Großformat machen. So, wunderbar. Weil hier haben wir Holzdinger, das könnten wir auch noch ein bisschen upgraden. Dann wird es nämlich auch wesentlich schöner ausschauen auf Dauer.
1, 2, 3, ja, da haben wir einiges. Dankeschön. Ah, brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen ausruhen hier, so wie es ausschaut. Können wir da was reinmachen? Yep, dich hier. Das sollte, glaube ich, mehr als ausreichend sein für den ganzen Boden. Können wir die Kammer auch noch machen? Ja, ich meine, es sieht alles besser aus, wenn man es mit Stein macht, aber ganz ehrlich, wenn ich dafür dann so einen gewaltigen Bonus bekomme, dass unsere Leute dann, oh, das will ich nicht, das will ich, auch glücklicher werden. Und mit Glück kommen natürlich noch mehr Leute, was unsere Economy natürlich um einige stärkt. Ach, ernsthaft? So, jetzt da. Wir können mehr gebrauchen. Das ist einfach Fakt. Wir können noch mehr Leute gebrauchen. Da-dum, da-dum, da-dum. Nur Upgrade, schon wieder, sagen wir, jetzt geht's aber los, du. Ist dort auf der Ebene von Fiedern? Nein, dann machen wir lieber die Heißsachen hier. Dass die besser ausschauen. So, gucken wir mal, ob wir hier noch hinkommen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und hier unten haben wir auch. Ja, erstmal ein Schild erholen, so wie es ausschaut. Aber so gut wie alles verbraucht, so wie es ausschaut. So. Ja, wir müssen normales Holz noch machen. Wir müssen hier eine Menge normales Holz machen. Na, das können wir mitnehmen, das hinten nicht, aber egal. Da können wir vielleicht den, sagt es mir, den Boden noch ein bisschen einschlagen. Das wird ja auch schon ausreichen. So, bitte einmal komplett unseren Holzvorrat ein bisschen plündern mit Beton auf ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Gerade sagen, was machst du jetzt bitte hin, dass du mich unterbrichst? Dass du es wagst, mich zu unterbrechen. So, das kommt weg, das kommt weg. Ja, nimm mal erstmal mit. Und essen wir kurz noch zwischendurch was. Damit wir ein bisschen schneller an unsere Energie rankommen. Weil das können wir auch noch in. Wobei, das ist ja eigentlich. Ja, gut, wenn ich jetzt noch was hinbaue, so ein Gebäude oder das erweitere, dann kann das hier eigentlich gleich stehen bleiben. Eigentlich ja, muss ich es gar nicht nach Info fragen, sondern es ist Teil der neuen Struktur, sagen wir es mal so. Ha, da komme ich sogar auch noch hin. Oh, bitte, ich würde sagen, vierfach hacken, hauen. Wenn schon, dann denn schon. Das gleiche hier auch. Ja, und es wird besser. Es wird besser. Ich glaube, ich spinne 27 Minuten. Das hätte ich schon wesentlich früher machen sollen. Scheiß auf den Look. Es bringt einfach mehr. Na komm, lass mich einmal draufhauen, dankeschön. Es bringt einfach mehr, wenn wir das Höchste vom Hohen verwenden. Ich meine, die normalen Steine können wir ja so lassen. Eigentlich ja, komm, das lass mal, ja, das lass mal. Nur der Boden müssen wir austauschen. Da sind können wir, nee, da haben wir schon das neueste Monument hingezaubert. Ja, man sieht, wenn man mal so ein paar Tage, und ich glaube, ne, oh mein Gott, ja. Not enough irgendwas. Stamina wahrscheinlich war es. Oder Resources war es, okay. Wo kommen sie her? Von da drüben. Dann schauen wir doch mal, dass wenn die hier entlang kommen, die auch bitte direkt. Na komm, ich bin hier, ich bin hier. Genau, ja, lauft alle in die Fallen rein. Haben schon wieder das Tor kaputt gemacht. Entschuldigung, nicht das Tor, die Mauern. Ich glaube, da müssen unsere gar nichts mehr machen, bis die kommen. Pff. Nope. Lass sie noch ein bisschen näher rankommen, lass sie noch ein bisschen näher rankommen. So, jetzt da. Aua. 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 So, und jetzt den hinten noch bekommen, wenn es geht. Ja, das wird ein ganzes werden. Das wird nichts werden. Schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, bitte zurück. Bitte alle Mann zurück. Oh Mann, ernsthaft. So, zu. Komm, ein paar Steine müssen wir übrig haben. Ja, ein paar Steine habe ich noch übrig. Ach, wenn ich immer diese Reparaturarbeiten wären. Dann wäre es eigentlich relativ angenehm hier, aber so, na. Gut, was soll's. Da haben wir noch was. Ja, ich muss hier dringend schlafen gehen, sonst erhole ich mich überhaupt gar nicht mehr. Ah, hier, das können wir noch mitnehmen und der Rest war's. Das können wir noch vor uns futtern.
Ist die Frage, holt es jemand ab? Ich glaube eher weniger, nee. Die sind alle ziemlich beschäftigt. Das hier bitte schön, ne? Das mitnehmen. Ich glaube, ich habe noch meine Rüstung. Ja, meine Rüstung ist in Ordnung soweit. Der geht's gut. Da muss. Ne, es ist natürlich Altbetten belegt. Gerade wenn ich hin will. Aber okay, so ist es ja meistens. Mit Betonung auf meistens. Haben wir denn die Chance, noch 9 herzuholen? Gerade wahrscheinlich eher weniger. Ah, einen, wo wir verloren haben. Okay. Ich habe mich aber gerade, wen wir verloren haben. Puh. Ein Artisan, glaube ich. Das kann gut sein, weil ich hab's echt nicht gesehen. Wobei deswegen, aber ich hab's echt nicht gesehen. So, Equipment. Customize, any weapon, irgendetwas. Tag Douglas. Wie du mal behaupten? Genau, bevor du irgendeinen Job bekommst, darfst du erstmal hier das ganze Zeug einräumen und auch verräumen. Oh, wir haben noch mehr Sprossen hier bekommen. Oh yeah. 47 Blümchen. Ich glaube, ich spinne. Wir sind hier im Blumenhimmel gerade. Okay, das heißt, so wie wir einmal rausgehen. Dann schauen wir uns jetzt die ganzen Blumen, bevor denen irgendwas passiert. So, herrlich. Dann kann man nämlich sagen, wir können hier hinten ein Blumenbeet nämlich machen, weil hier sind hier immer welche. Hier sind welche, also können wir das Schirka verwenden. Dankeschön. Ah, Mist. Jetzt habe ich wieder nichts mehr, so wie es ausschaut. Das wollten wir noch hier reinschmeißen. Und er ist immer noch am Holen, so wie es ausschaut. Kann ich denn momentan einen Hammer... Ah, nee, wurde ein Hammer schon bereits gemacht? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist doch zu schön gewesen, wahr zu sein. Oh, dankeschön, die habe ich gebraucht. Die habe ich gebraucht. Das war wahrscheinlich ein paar zu viel, aber was soll's. Was soll's. So, bitte 2 Steinhämmer. Im Schnelldurchlauf. Schauen wir mal, was er noch macht. Aber er holt wahrscheinlich noch ein paar weiter, oder? Er läuft da hinten hin. Schmeißt hier das Zeug rein. Okay, passt. Okay, jetzt macht er nichts mehr. Wobei, doch, er macht wieder was. Ich gerade sagen. Hier liegen noch ein paar Leichen rum, mein Freund. Hier liegen noch ein paar Leichen rum. Bitte vollständig aufräumen und nicht nur teilweise. Das wäre äußerst lieb von dir. Also, was, das brauchen wir gerade. Das brauchen wir gar nicht. Aber was wir brauchen, ist hier drin ein kleines Blümchen. So, bitteschön, das machen wir vorhin fertig. Dann gibt es ein paar neue Samen, würde ich mal behaupten. Ja, super, wer da drin ist, der... Das wird ja richtig liebreizend hier drin. Seeds. Craften. Ja, das passt soweit, Lunch haben wir hier auch noch drin, falls ihr mal was braucht. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was übrig. Da können wir jede Menge Blumen anbauen. Sorge ich jetzt mal nicht nein dazu. Okay, wir haben jetzt den Hammer wieder... Haben wir genug Holz momentan? Ne, wir haben nicht genug Holz, gell? Ja, ne. So, da können wir vielleicht sogar noch mehr machen, weil... brauchen wir so oder so. Und Holz kommt eh in rauen Massen, also... wenn wir da mal zu wenig haben, dann haben wir ein Problem. Ich sehe schon, es wird nicht genug... Aha, nur noch Space in your Inventory. So, ich würde mal sagen, du kannst doch bestimmt mal... Ach, immer noch nicht. Okay, die haben immer ziemlich viel Zeug beisammen, also von dem her... Yep, da kann der ruhig noch ein bisschen weiter rumlaufen. Dann darf er noch weiter haben, bevor wir ihn zu einem Händler machen. Das darf seine Bestimmung sein. Anscheinend haben wir wieder viel zu viel Zeug, so wie es ausschaut. So, das machen wir einfach dicht. Ich würde auch gerne nach da hinten gehen, aber das geht leider nicht. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wir können jetzt auch wieder was einreißen, aber ja. Wir zum Beispiel, da könnten wir jetzt eigentlich... Oh, das müsste eigentlich weg.
Das müsste eigentlich weg, damit man hier durch kann. Ja, das mache ich noch. Das, daran schaffen wir noch. Da ist zum Beispiel mal alles wegkloppen, dass wir wieder genug Inventar haben. Ja, das können wir wegmachen. Und bitte. Ja, alle drei gleichzeitig. Das heißt, die gute Schmiede ist jetzt edler geworden. So, was haben wir hier drin? Iron Armor Parts. Das können wir eigentlich mal wegmachen. Zack. Dankeschön. Dann können wir hier durchlaufen. Und dann sagen wir hier, Iron Armor Parts. Passt. Das ist Sanded Stone. Das können wir mitnehmen und abbauen. Zack. Ja, komm schon, ernsthaft, das habe ich jetzt nicht mehr da, oder? Okay, Moment, Sanded Stone kommt gleich, Moment. Haben wir gleich, kommen wir Sanded Stone. Darf man noch kurz was essen? Und bingo, 5 Stück davon. Wird wahrscheinlich immer noch nicht ganz ausreichen, aber egal. Aber egal. Sanded Stone, ich habe Sanded Stone, das muss ich mir jetzt merken. Sanded Stone. So, die Frage ist, macht das die Leute auch glücklicher? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Oh, komm schon, ernsthaft, jetzt habe ich nicht mehr das mehr. Dann müssen wir alles upgraden. Hilft ja alles nichts, müssen wir alles upgraden. Habe ich denn, das wollte ich gerade sagen. Da kann ich doch noch was machen. Genauso wie hier. Super, okay. Sanded Stone haben wir da noch drin. Das nehmen wir mal jetzt mit. Und einmal hier hinten. Na komm. Dankeschön. Dann wirst du jetzt bitteschön ein Trader, danke. Yep, das hat nämlich alles mitgenommen. Das hat alles mitgenommen. So. Glücklichkeitsfaktor wird nach oben geschossen. Weil besser als das können wir es gar nicht hier hinbauen. So, hier. Dann kommt nämlich hier wieder Sanded Stone rein. Mit ganz viel Glück kriegt man auch irgendwas extra noch. Muss man gar nicht so abklopfen. Sanded Stone, bitte, 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 bitte. Ja, wunderbar. Okay, auf 3. Und Sanded Stone kommt hier vollends rein. Ah, ja, das ist doch. Das kann man doch mal sehen lassen. So, das mal, das mal, das mal. Und irgendwas musste ich noch einlagern da hinten, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube Stahlparts, oder? Weapon, Steel. Boah, irgendwo haben wir noch was gehabt. Bronze Armor Parts. Wir können ja sagen Bronze Weapon Parts, glaube ich. Das wäre noch was. Bronze Weapon Parts, genau. Passt. Safe. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung soweit. Okay, heißt Operation noch mehr upgraden, um die Leute noch glücklicher zu machen, so wie es ausschaut. Okay, das war jetzt etwas. Ja, egal, es wird trotzdem funktionieren. Muss trotzdem funktionieren, sagen wir es mal so. Okay, oder eventuell doch nicht. Oder eventuell doch nicht. So, auf dich hier drauf. Dann machen wir so das Ganze draus. Aber das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Mhm. Und macht alle soweit glücklicher. Okay, dann mache ich an der Stelle einen klitzekleinen Cut. Und dann gibt es halt nochmal eine Folge. Jetzt nachdem ich... Jetzt man muss einfach nur mal ein bisschen draußen so aus dem Ganzen... Dann sieht man doch gleich, was man noch machen kann. Also es wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen weiter ausgebaut werden. Mit Beton auf ein bisschen weiter. Wie arg weit? Das werden wir schon noch sehen. Bis dato aber hoffe ich halt viel Spaß beim Zuschauen. Und es würde mich freuen, wenn das nächste Mal mit dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer. Tschüssi. So, bin ich jetzt gerade blöd? Wo zum Geil? Da ist es. Ja, ich bin doof.